Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich finde, grundsätzlich ist ja aktuell ein toller Zeitpunkt, um Österreicher zu sein. Unsere Hauptstadt ist sehr lebenswert, unsere Bands boomen im Ausland und auch diese Hitler-Sache ist seit Jahren wieder vergessen. Dennoch bin ich halt der typische Mensch, der in jeder guten Sache auch das Negative sieht, wie eine meckernde Mutter in einem Cartoon. Deswegen bin ich heute hier, um euch 5 Dinge zu nennen, die ich im Österreichersein irrsinnig anstrengend finde. Ja, wir Österreicher nennen sowas gerne Sudan. Ich werde jetzt ein bisschen was für euch Sudan, okay? Punkt 1. Österreich ist sehr oft das Stiefkind und wenngleich es natürlich auch viele Leute gibt, die glauben, Österreich und Australien wären ein und dieselbe Sache, ist mir auch aufgefallen, dass Österreich so global gesehen sehr oft die sogenannte Arschkarte zieht. Obwohl Österreich eine wahre Perle in Sachen Kunst und Kultur ist, werden wir bei Konzertbesuchen von Künstlern, Kinopremieren und generell Presse-Junkets sehr, sehr gerne vergessen, wie ich die meisten meiner Haustiere und anderen Verpflichtungen vergesse. Und es ist halt immer sehr ärgerlich, denn ich bin manchmal im Ausland und dann bin ich auf Kinopremieren und da ist es immer so eine riesige Sache in einem alten, schönen, historischen Gebäude mit Stars wie Jennifer Lawrence und Hugh Jackman. In Österreich finden Kinopremieren sehr gerne in der Lugner City statt. Und wenn man Glück hat, dann kommen vielleicht sogar Richard Lugner und Christina Mausi Lugner vorbei. Aber bitte stellt euch für die Autogramme hinten an, nicht alle auf einmal. Und niemand möchte ein Autogramm? Okay. Angesichts dessen, dass Österreich bei Konzerten und Kinopremieren sehr, sehr gerne ausgelassen wird, fühlt man sich dann als Österreicher ein bisschen wie ein ungeliebtes Stiefkind, das in den Keller gesperrt wurde. Oh, na, 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 na. Das ist ein Thema, über das werde ich nicht sprechen. Aber es ist ein österreichisches Vorurteil, genauso wie die Dinge in Punkt 2, die ich ein bisschen unangenehm finde, diese Vorurteile. Für sehr viele Menschen ist der typische Österreicher ein lederhosentragender, schnitzelessender Naturbursche, der zwar strunzdumm, aber dafür gut im Bett ist. Es gibt Schlimmeres. Aber wenn ich noch einmal einen Touristen treffe, der mit mir über The Sound of Music sprechen möchte, dann mache ich es wie die von Trapp-Familie, erklimme einen Berg und werfe mich dann von diesem runter. Die meisten Österreicher, die ich kenne, sind sehr moderne, weltoffene und nette Menschen, aber die klassischen Österreicher, die irgendwie im kulturellen Gedächtnis der Welt hängen geblieben sind, sind Arnold Schwarzenegger, Christoph Waltz und Adolf Hitler. Ein gemeineres Trio als diese verrückten Hexenschwestern bei Macbeth und wenngleich natürlich Arnold und Christoph Waltz jetzt nicht so schlimm sind wie Hitler, sind es natürlich Schauspieler, die in Filmen immer sehr, sehr böse Menschen darstellen. Das heißt, ich glaube immer, die Leute haben von Österreichern so den Eindruck, dass sie sehr böse sind. Aber Österreich ist für so viel mehr bekannt wie etwa für Christina Stürmer und seinem mittelmäßigen YouTuber wie mich. Punkt 3 der Dinge, die ich am Österreichersein irrsinnig anstrengend finde, ist, die Leute finden dich süß. Ich als Person, die ja gerne mal so ins österreichische Deutsch abdriftet, höre eigentlich den ganzen Tag von Leuten, die nicht Österreicher sind, wie süß ich nicht eigentlich spreche. Ach, es ist egal, was Michael sagt. Ich finde alles lustig, was er sagt, denn er betont einfach die Worte so witzig. Okay, ich liebe es vor allem, wie die Leute immer glauben, dass es ein Kompliment ist, jemandem zu sagen, dass die Art und Weise, wie er oder sie spricht, ein regelrechter Schenkelklopfer ist. Kombiniert mit den Tatsachen, dass ich in einer homosexuellen Beziehung lebe und mich gerne so kleide wie ein erwachsenes Baby, bin ich für viele Leute in etwa so knuddelig wie dieser Bildschirmschoner von dem tanzenden Baby aus den 90ern. Oh, I love it! Zucker! Stellt euch vor, ich hätte eine höhere Stimme und würde überall mit meinem Einrad hinradeln. Oh, die Putzigkeit wäre nicht auszuhalten. Die Sache ist die, ich möchte halt einfach nicht süß sein manchmal. Wenn ich zum Beispiel beim UPS-Kundenservice anrufe und frage, wo meine umfangreiche Käselieferung aus Frankreich bleibt und dann die Person am anderen Ende sagt, ach, sie klingen aber mega cute. Da denke ich mir so, na, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ich möchte mich doch gerade beschweren. Worüber ich mich auch beschweren möchte, auch wenn ich auf jeden Fall in der Vergangenheit schon davon profitiert habe, typisch österreichisch für mich, Vitamin B. Vitamin B, damit meine ich, dass sehr, sehr viele Dinge in Österreich, so ist mein subjektiver Eindruck, um einiges leichter sind, wenn man Leute kennt. Das passiert bestimmt auch in anderen Ländern. Für mich ist es halt irgendwie typisch österreichisch, dass wenn du dich für einen Job, für eine Wohnung oder für sonst irgendetwas bewirbst, es auf keinen Fall schaden kann, wenn deine Familie jemanden kennt,
Zwinker, Zwinker. Ich höre das halt total oft, dass ich so mit Freunden spreche und frage, wow, du hast ja echt einen coolen Job, wie hast du den bloß bekommen? Und die Antwort ist dann, ach, meine Tante spielt Golf mit dem Chef der Firma. Und dann habe ich gefragt, hey Tante, hast du nicht einen liebsten Neffen? Oh ja, cool. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen? Danke. Wie gesagt, davon habe ich in der Vergangenheit auch profitiert, aber es ist natürlich ein bisschen unfair, wenn es dann Leute gibt, die niemanden kennen. Ich weiß nicht, warum ich kennen immer so in Anführungszeichen gebe. Es bedeutet wirklich nur kennen. Als guter Mensch bringt einen das auch oft ein bisschen in eine Zwickmühle, denn stell dir vor, du hast irgendwo ein Bewerbungsgespräch und du weißt, du hättest einen Vorteil, den du ausnutzen könntest. Nutzt du ihn aus oder nicht? Niemand wird es wissen, außer der Heilige Vater. Der Gott, der Heilige Gott, der weiß alles. Letzter Punkt, Punkt 5, den ich am Österreichersein anstrengend finde. Österreich ist klein. Österreich ist tatsächlich verhältnismäßig winzig und es ist dann halt auch einfach so, dass sehr viele Leute in Österreich den gleichen Weg gehen. Ich würde sagen, die Schule schließen sehr viele Leute am Land ab und dann treibt es halt viele nach Wien. Das ist natürlich nicht bei allen der Fall, aber auf jeden Fall bei 90% meiner Freunde war es so, dass sie dann nach Wien gegangen sind. Und das hat den riesigen Vorteil, dass du deine Freunde oft Jahre nach dem Schulabschluss nach wie vor behältst. Das hat den großen Nachteil, dass du deine Feinde oft Jahre nach dem Schulabschluss jahrelang behältst. Und es ist nicht immer gut, wenn du halt ständig die gleichen Leute triffst. Ich komme mir teilweise so vor wie diese Schüler bei Glee, die einfach, nachdem sie den Schulabschluss haben, immer und immer wieder an ihrer alten Schule abhängen, mit den alten Lehrern scherzen und mit ihren Schulkollegen durch die Gänge tanzen, während sie irgendeinen Hit von der Band Journey singen. Und es ist alles sehr, sehr schön. Nur die Sache ist die, ich hänge nie in meiner alten Schule ab und ich treffe dennoch meine alten Klassenkameraden so oft einfach auf der Straße und es ist ein Fluch und ein Segen. Ich war halt so eine Person, die sich dachte, ich ziehe jetzt nach Wien und hier baue ich mir ein neues Leben auf. Niemand wird mich kennen, meine Vergangenheit bleibt hinter mir und ich steige auf wie ein Phönix aus der Asche. Tja, das konnte ich mir abschminken. Und ich habe immer und immer wieder mit Leuten zu tun, die ich von früher kenne. Das ist grundsätzlich für mich okay, weil ich nichts zu verbergen habe. Aber stell dir vor, du hättest wirklich irgendwie was Schlimmes getan. Du hattest vor der gesamten Schule beim Talentwettbewerb einen Ausraster und hast dann erbrochen und bist in deinem eigenen Erbrochenen ausgerutscht. Tja, in Österreich kannst du die Location ändern, aber du wirst immer wieder von diesen Leuten heimgesucht, wie von alten Geistern. Man wird sie einfach nicht los. Ein Unkraut vergeht nicht, wie man so gerne sagt. Tja, das waren 5 Dinge, die ich am Österreichersein ein bisschen anstrengend finde, aber grundsätzlich bin ich so gern Österreicher. Ich meine, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Herkunftsland. Wie geht es euch so, falls ihr Österreicher seid? Was findet ihr nervig am Österreichersein? Außer, dass ihr mich dulden müsst. Sagt es mir in den Kommentaren. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich werde jetzt nach draußen gehen und über unsere saftig grünen Hügel tanzen, während ich jodle. Okay, ciao.